Kruse kommt böser richtig Unfall. Mit. Ja. Was passiert? Bildstrafe für Krusekopf. Herz? Ja. Jo, dicker Unfall. Was, ich hab nicht hingeguckt. Etwa zwei Runden. Der eine ist ihm draufgefallen, glaube ich. Ja, der kann viel mehr. Seppo wird blockiert. Ist halt aber echt so eine Strecke, wo man einfach nicht kappen kann, ne? Nee. Gucken, was die andere macht. Ich hasse nie im Leben, Marek. Nee, der Boxen rausfahren hat zu lange gedauert. Selbstski, 2/10 auf jeden Fall im Delta. In dem einen Sektor wieder und nein. Boah, oh, was war das Gas denn? Aber das reicht. Boah. Ja, bitte. Da muss der ja vom Gas gehen. Das ist eine sonst Runde. Ich mobbe Kinder, Junge! Du mobbst jetzt, Kinder? Ja, der ist gerade beigetreten. Ich mobbe Kinder. Achso, hab ich nicht gesehen. Oh, Marek, no. Ja, gut, aber halt noch knapp. Ja, aber das Ding ist, ich hab halt keine Reifen noch mehr. Also, 300 das halt noch zu lernen, Runden zu finden. Ja, gut. Ja, es wird gehen. Ich brauch nur eine smooth Runde, aber ich komm irgendwie. Aber ich habe auch keine Reifen mehr. Ich hab noch 2 Sätze. Ja, wird einen Zeit setzen, vergessen Pause zu drücken. Wow. Gott. Hinter eben Selbstski. Also, bei Selbstski wird das ganz knapp jetzt. Gucken wir mal, was er schafft. 5/10. Boah, das, wenn er die Zeit rüber bekommt, dann ist er ganz sicher drin. Dann wird das auch nochmal für Kruse-Knopf spannend. Das ist aber der Fanatec-Unterschied. Boah, der reizt den Gang ab. Oh, das ist ja, also jetzt mal Butter bei den Fischen, ne? Perfektion, 2-8! Das war eine richtig schöne Runde, muss ich ehrlich sagen. Hut ab. Schöne Runde, Kruselkopf. Die Runde hat geschallert. Nein! 300 für Bitter. Wahrscheinlich, Digga. Das ist... Fick, du Dreckspiel! Du Dreckspiel! Lass ich jetzt auf Nordlack, ne, also... Ich auch. Mach mal ein Tempo. Gib mein Bestes, ganz alte Reifen. Okay, wir lassen mal auf die Hot. Mit dem pinken Flitzer. Gucken wir, wie Leute mit einem 7000 Euro Gaming Rig fahren. 700.000, du hast noch 0 vergessen. 2. Oh, zwei. Ups. Ja, ich meinte nur das Fahrradlenkrad plus Ersatzknöpfe. So. Die vergoldeten Gaming Rig vergessen. Jo. Und den Stuhl, wo er immer angeblich draufhaut. Das ist mein normaler Schneidstuhl. Naja, okay, mein normaler Stuhl halt. Also Lars, sorry nochmal, ich ja, weil wusste gut nicht, dass rechts die Ideallinie ist. Also man fährt nach rechts und dann zieht man nach links rüber. Ja, okay, das du jetzt wusste ich nicht so genau, irgendwie so da gerade. Psst. Junge, Seppo weiß die Line einfach perfekt, ey.
Könnte gut sein. Neue Seppo, Alter. Boah, 1-2-7, du kranke Sau. Runde, was ist ja. Mein 6,5 dahinter, auf Platz 2. Überhaupt kein Leistungsgefälle dazwischen, weißt du. Du hast mir gerade das Podium geklaut. Wir haben einen Deal gemacht. Also wir sind jetzt einfach okay, gut. Selbstski Hotlap. Ja. Wir beleiten jetzt Kurve 1, wichtig viel Speed mitzunehmen, den Curve nochmal richtig zu touchieren, richtig aufs Gas zu gehen. Also das entweder bricht die Karre aus oder du nimmst die perfekt, da gibt's keinen Zwischen. Muss einfach so sein, damit die Runde sitzt, damit du hier einen 15-7 Sektor fährst, das ist die absolute Bestzeit gerade. In allen Belangen hier. Der Selbstski schön im zweiten Gang raus beschleunigt, jetzt im vierten, fünften, sechsten, siebten Gang. 330 Spitzengeschwindigkeit erreicht der gute Mann hier, fast 325. Schön anbremsen, Trailbreaking, raus beschleunigen, schönen Speed mitgenommen, kein Speedverlust. Jetzt hier früh einlenken, früher als man denkt, eigentlich. Vor der Ideallinie 2-3 für City wird schon getippt. Interessant. Schöne Körbe mitgenommen. Wunderbar. Pesa wird hier wieder alles Gute gewünscht. Ja, der Mann. Es war ein unglückliches Qualifying für ihn, aber ich glaube, Pesa ist routiniert genug, um ja sich der Lage bewusst zu sein, einfach mal ein gutes Rennen zu liefern, ne? Boah, was eine Zeit. 7-4-3. Boah, das war wirklich ein sehr. Also, hab mich gefreut, die Runde zu sehen. Ja, dass der Leipzig-Fan wieder für den Plastikclub ist, ist ja klar. So, jetzt auch nochmal bitte Ruhe. Jo, das wird eine Zeit, Alter. Schade. Nein! Seht ihr schneller? Hallo, ja, bitte. Ja. Jo, Lars, bist du eigentlich gerade fast beim Windschatten geben in den anderen reingeballert? War schon ja, groß. Ich bin auf dem Rasen aufs Gewicht rechts, seitdem war eine Wagenbreite Platz, Alter. Ich jo, war reinfahren und fünf Platz. Reinfahren und Windstrafe wäre richtig gewesen, ey. Wie viel Selbstski wollen sie sein? Ja! Junge, das war so knapp, Alter. Jo, man hat's im Stream gesehen, wie du auf einmal aus dem Rasen ausweichst. Mann! Ach, Timmy, jetzt nicht, ist ja nicht so schlimm. Na, aber gut. Was geht direkt los? Wer hat los? Neustart, sehe ich gar nicht. Jetzt nicht, ich kann nicht. Ich war gar nicht vorbereitet. Hat zwar mehr eine Durchfahrtsstrafe. Fahr rein, Seppo. Was ist? Erstmal zwei Warnings dafür kassiert. Alter Lars, Nero wollte gerade bei dir schon reindiven, ne? Ja, einfach einen Kilometer hinter mir. Das ist so ein Idiot, der Typ. Der hat dich nicht berührt. Ich weiß, aber davor, wie der da schon reindivt, Alter. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da wegdrehe. Ich bin heute 50 Runden diese Strecke gefahren. Dreh mich einmal weg. Dafür kriegst du 3 Sekunden. Jawohl, das war's, leise Kunden. Die mit der Gesamtbrennzeit am Ende verrechnet wird. Ich bremse immer so früh.
Oh, lach mit, Alter. Ich war 200 Meter hinter dir und bin mir fast aufgefahren. Moin. Ich bin im letzten Rennen auch schon irgendwo aufgefahren. Ich bremse mich viel früher als alle anderen. Ich bin ja auch der Live-Ticker. Wenn die Wünsche da sind, kann ich natürlich gerne Berichterstattung leisten. Immer mache ich immer wieder gerne. Boah, Seli schnappt sich Dominik wieder. Der wird jetzt Boxenstopp, der wird einen Boxenstopp angetäuscht, glaube ich. Oder? Nee. Ja, Selbstski fährt auf Harte. Oder? Denkst du? Oder geht auf Mediums? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf Mediums geht. Das ist 2 Runden zu früh. Das wäre so krass. Das ist... sehen. Was stehen da für Reifen? Harte. Ich find's sehr interessant. Die Mediums! Er nimmt Mediums! Ja, Mann! Boah! Let's go! Aggressiv! Er will's! Er will den Platten haben. Ja. Wo er rauskommt. Oh, hinter Nordboy. Oder? Ja. Oh, das tut weh. Oh, ja. Selbstski, er will nicht nachgeben. Lars lässt ihn nicht gefallen. Oh, Nordboy. Ja, aber die Traktion ist jetzt auch einfach anders. Ja, aus der Kurve raus, Beschleunigung, jetzt ist er weg. Ja, das war's. Jetzt ist er weg. Boah. Freddy, nochmal 3 Sekunden. Nochmal. Strafen müssen, wollen wir uns noch gar nicht angucken. Willst du jetzt schauen? Ja. Okay. Oh nein. Scheiße. ERS, Mischung, alles. Jungs, haben wir gut gelöst, muss ich sagen. Jo. Ach kurz, jetzt knallt, Alter. Ja, ich dachte auch, mindestens einer geht der DNF aus der Situation raus. Wie Seppo auch einfach wegballert jetzt, ey. Jo. Komm, fahr ich noch einer? Eine fahr ich noch. Wie schnell Seppo bergauf war, ich hatte alles an. Mischung, Fett, DRS, ERS. Hat die gar nicht gejuckt, Alter. Bist du in die Box? Ja. 6 Sekunden. Oh, ey. Startet alles kaputt, ne? Haha, Undercard, ich bin erster. Also virtuell. Ich soll erst in 5 Runden an die Box? Yes! Ach, du, bist du behindert? Yes! Ich hab den Jump auf den Ferrari gemacht. Nice one. Okay, ich lass den Mercedes mal durch. Guck mal, das hier ist. Gleich auf der langen Geraden. Nach Start Ziel. Marek, was machst du, Alter? 12 Sekunden. Ich weiß es nicht. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Ja, Jeff sagt mir, Manager Tires. Ich manage meine Tires, Alter. Fahr vorbei. Boah, ich will nicht innen reinstechen, Alter. Die war halt schon sehr, sehr fragwürdig. Also es ist wirklich sehr... Vor allem, wie weit hinten der war. Ja, der war ja nicht bei mir auch. Bei mir eben auch, Alter. Der war, keine Ahnung, der ja, war hallo, er hat sich nur gezeigt. Ja, Digga. Also ich sag mal, vorsichtig, er hat Freddy aus 18 Distanz versucht zu diven. Na, 18 jetzt vielleicht nicht, aber eine halbe Sekunde. Also 15 waren das locker. Ja, der war nicht neben ihm. Machen wir's mal so. Ja, mal wieder ein gutes Qualifying und ein scheiß Rennen für mich. Spielsan hat sich gedreht. Bei mir war es genau andersrum wieder. Nein! Jawohl! Tim, die haben hier hinten auch. Ah, obwohl, den haben nicht alle so viel. Ich hab 9 Sekunden. Ja, aber den jetzt Kizaru wird vor mir sein. Ich glaube, ich hol mir noch was Tofts ab. Nee, ehrlich. Alles offen, hä? Was ist? Es ist wieder alles rund für mich und dich. Wir haben beide 9 Sekunden, oder? Ja, 9 Sekunden ist nicht gut. Leandro hat 14, Jungs. Deswegen. Ich überlege, ob ich mir jetzt Softs holen soll. Hol dir Softs! Hab ich auch gemacht. Hol dir Softs, Junge. Ja, fall eh nur 2 Plätze zurück. Und spar Benzin, darf. Jo, gute Idee. Und immer schön, nicht so viele Zeitstrafen, ne? Hätte ich nicht so viel Zeitstrafen, wäre für mich noch voll was drin, Alter. Ich bin einfach so ein Idiot. Und die Zeitstrafen waren immer so eng, dass sie mir nicht mal was bringen, Alter. Ja, generell auf der Strecke ist das ganz weird. Wenn der eine Reifen 10 cm weiter links oder rechts ist, Alter. Ohne Witz. Wir sind auch Bastard, ne?
Ich hab Angst vor diesem Basti, der vorne ist. Panzer dreht sich! Oh ne, ja, das war's, schade. Depp, lass mich nicht zurück! Oh, sie hat aufgegeben. Wo sind die Reifen? Blut auf einmal. Hilfe! Also wenn du noch einen Tick näher rankommst, dann passt easy. Bin so ein Idiot mit den Zeitstrafen, ich hätte einfach Punkte kriegen können, easy, ne? Geil, oder? Oh, fast Quersteher. Freddy, ich kann den vor dir noch ein bisschen aufhalten, der wird rankommen. Wir haben eh keine Zeitstrafen, also muss ich es nicht. Außer du rückst ihn jetzt gleich raus. P2. Alter!